Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Also man muss ja mal sagen, ne? Gott sei Dank ist im Moment Erkältungszeit. Also für alle die jetzt auf der Pirsch sind. Ja. Und nach Partnern suchen, kann ja überhaupt nichts Besseres passieren. Das ist die Erkenntnis des Winters. Total. So geil. Was Nicole da gefunden hat, ist mega geil. Ja. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Audio Now, auf Spotify und natürlich auf iTunes. Da kriegt ihr immer die neuesten Folgen. Und bitte schreibt uns Mails an ladylike.show. Oder auch direkt über Instagram, da könnt ihr uns folgen und dann unter ladylike.show uns alles schreiben aus dem Sexleben, was auch immer es gibt. Aber jetzt kommen wir erstmal zu der aufregendsten Sache, ja, die Nicole und ich uns fürs neue Jahr vorgenommen haben. Mhm. Und wir hoffen, ihr seid alle dabei. Wir haben ja ein Date mit euch, ne? Ja. Yvonne und ich, wir trauen uns endlich. Wir gehen auf unsere allererste Podcast-Tour und wir sehen uns bei unserer Podcast-Show mit ganz vielen Überraschungen in Berlin in der Astor Film Lounge. Da ist es sehr schön kuschelig und intim. Da können wir uns alles erzählen. Am 26. März um 20 Uhr. Tickets gibt es für 25 Euro inklusive Getränk und Aftershow-Party mit uns beiden. Und wir sind bekannt dafür, dass wir sehr, sehr lange auf Partys bleiben. Au ja. Guck jetzt nicht so. Du bleibst lange auf Partys. Ihr müsst wirklich alle vorbeikommen. Das wird total aufregend und schön. Ganz viele haben uns ja schon geschrieben, dass sie uns mal unbedingt live sehen wollen. Jetzt machen wir es. Ja. Über ladylike.show gibt es die Tickets. Ja. 25 Euro. 26. März. Kommt ihr auch? Wir alle zusammen. So, jetzt aber. Ja, Niesen. Niesen. Das ist ja wohl wirklich die Erkenntnis des Winters. Also pass auf, ein amerikanischer Neurologe hat was Geiles herausgefunden. Nämlich, dass man am Niesen erkennen kann, wie jemand im Bett ist. Wenn du siehst, wie er niest, weißt du, wie er nachher im Bett performt. Das ist ja Wahnsinn. Der Typ sagt halt, Niesen ist so ein Reflex, der ist angeboren. Ne? Du niest immer gleich. So wie du als Kind niest, niest du als Erwachsene. Okay. Und so bist du auch im Bett, weil wer völlig enthemmt niest, der ist auch total enthemmt im Bett. Und wer so, es gibt auch so Menschen, die machen, weißt du? So. Ja, es gibt auch Leute, die machen so. Ja, so ganz kleine, verknurpste Nieserchen. Ne? Und dann, diese Menschen sind sehr, sehr, sehr gehemmt im Bett, sagt der Typ, der das nämlich miteinander verglichen. Ist ja krass. Ja, der hat die Nieser sich angehört und hat das alles katalogisiert und hat das zusammengebracht mit Fragen wie, wie sind sie im Bett, ne? Ja, wie gehen sie mit anderen um? Ja. Das ist doch geil. Aber denk mal, da fällt mir gleich unser Kollege an, der sich immer die Nase zugehalten hat. Der hat immer so genießt. Und ich hatte immer Angst, sein Kopf platzt. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich hält er ihn immer zurück oder was? Bedeutet das, kurz vorher zieht er ihn doch raus? Oh, das hasse ich ja wie die Pest. Das finde ich ja gar nicht gut. Da ist man schon einmal so weit und dann passiert sowas. Ja, aber wahrscheinlich ist es das. Und die Menschen, kennst du die? Also ich habe sehr, sehr viele in meinem Freundeskreis, die so schreien beim Niesen. So, ja! Ab sofort weiß ich, dass es so Granaten im Bett sein müssen. Oh Gott, bei denen geht es bestimmt voll ab. Die schreien und toben durch die Kiste wie die Wahnsinnigen. Wie niest du dann? Könntest du jetzt mal für uns niesen? Ja, ich dachte, ich könnte das, aber ich kann eigentlich nur auf Kommando niesen, wenn ich meine Augenbrauen zupfe. Und ich möchte, nein, zupf nicht an meiner Augenbraue. Oh bitte! Also für mich, ich kann das jetzt nicht provozieren, aber ich bin schon auch laut. Also ich kann das ja provozieren. Und, ja, mach mal. Und wer jetzt mitmachen will... Es ist ja eigentlich ein Reflex, wie Nicole schon richtig gesagt hat, aber man kann diesen Reflex auslösen. Ach, ehrlich? Ja, Achtung. Nehmt mal jetzt ein Tempotaschentuch. Ja, warte, das will ich auch machen, Moment. Ja, also Tempotaschentuch nehmen. Moment, ja. Und dann es so an einer Seite den Zipfel hochziehen und so zusammenzwirren. Ja, ne? Also dass man so ein spitzes Ding bekommt. Dass so ein schönes, spitzes Ding entsteht. Ja, das habe ich gemacht, okay. Die Spitze muss richtig spitz sein, ne? Mhm. Hast du? Das ist ja wie Weihnachtsbastel, ne? Ja. Nur, dass Weihnachten schon vorbei ist. Genau. Ja. So, und jetzt nimmst du die Spitze und führst sie in dein Lieblingsnasenloch ein. Ja, woher soll ich denn wissen, was mein Lieblingsnasenloch ist? Also in irgendein Nasenloch. Bei mir ist es rechts. Rechts weiß ich, da funktioniert es echt gut. Ja, dann mach ich mal links, ne? Ja, jetzt so. Und da, jetzt, mach jetzt bitte mit. Mach du erstmal. So, dann machst du es rein, ne? Und da sind ja hinten diese kleinen Flimmerhärchen, die ganzen Schadstoffe aufhalten. Und da musst du ziemlich weit hinten so ein bisschen dran kitzeln, ne? Du siehst wahnsinnig bescheuert aus. Ja, ich muss mich jetzt mal konzentrieren. Kitzel an den Flimmerhärchen. Ja, immer schön kitzeln. Hast du das Gefühl, es kommt schon? Ja, gleich. Das sieht doch schon so aus. Es muss richtig... Oh. Und dann... Oh Gott. Dass du dabei reden kannst überhaupt. So, und... Hast du gehört? Ja. Und wie war's? Und so niest du immer, ja? Ich merke gerade, dass ich dich, glaube ich, noch nie hab niesen hören. Ich glaube, ja. So richtig. Also du schreist auch so ein bisschen, ne? Ja, war's laut?
Bist du im Bett auch so laut? Ja, schon. Also immer? Bist du immer laut im Bett? Ja. Also ich versuche, ich kann es dann auch unterdrücken, aber eigentlich würde ich schon sagen, bin ich gerne laut. Ja. Ich stöhne echt gerne wirklich laut. Und ich hatte auch so bei so ganz normalem Sex oder bei ersten Malen oder so besonderen Malen, wenn deine Freundin dich über den Wohnzimmerboden bumst? Also ich glaube, bei so ersten aufregenden Malen, da kann ich gar nichts mehr kontrollieren. Da habe ich mich überhaupt nicht unter Kontrolle, weil dann ist es so aufregend, dass alles passiert, wie es passiert. Und ich glaube, da bin ich echt laut. Mhm. Und dann neige ich dazu, mich auch immer zu entschuldigen, dass ich so laut bin. Echt? Ja, und ich neige auch dazu, mich zu entschuldigen, wenn ich komme, weil ich dann so oft und schnell komme, glaube ich. Wie oft und schnell? Ja, ich glaube, dass es so ist. Oh Mann, wieso bin ich denn jetzt schon wieder auf dieser Anklagefragebank? Du bist nicht auf der Anklagefragebank, aber du sagst Dinge, die uns sehr verwirren. Da wollen wir doch mal Klarheit schaffen. Also Moment mal, du entschuldigst dich für die Lautstärke, heißt du brüllst rum wie ein alter Affe. Ja, ich bin schon ziemlich laut. Also bei, ja. So, dass es peinlich vor den Nachbarn ist? Weiß ich nicht, vielleicht. Und stöhnst du nur oder schreist du Dinge? Es ist jetzt nicht so, sondern es ist Stöhnen und das ist ja auch mal, was sagt man so, ne, wenn man im Bett ist? Und ich sage, glaube ich, häufig, oh Gott. Oh Gott. Oh ja. Gott. Oh Gott, ist das schön, oh Gott, ist das geil, sowas. Aber bei oh Gott könnte man ja noch sagen, ja, es war sehr laut gestern bei uns, liebe Nachbarn, denn ich bin, oh Gott, in einen Nagel getreten. Oder aber, ich habe gebetet sehr laut. Genau. Kann ja auch sein. Ja. Genau. Ich bete ja jetzt 7-mal am Tag. Oh Gott, oh Gott. Okay, das ist es. Und dann hast du eben gesagt, du entschuldigst dich, dass du kommst, weil du sehr häufig kommst. Und schnell kommst. Und schnell kommst. Ja, irgendwie hatte ich immer im Kopf, man muss es lange rauszögern und darf nicht so schnell kommen, damit das Liebesspiel möglichst lange funktioniert. Mhm. Aber ich komme halt, glaube ich, schnell. Was heißt das? Oh Mann! Naja, ich meine, schnell sind es 10 Sekunden, 10 Minuten. Naja, so das erste. Also deine Freundin macht deine Hose auf, du so, oh, ich bin gekommen, danke. Nein, Schatz. So ist es jetzt auch nicht. Weiß ich nicht, nach 5 Minuten, 10 Minuten vielleicht das erste Mal. Je nachdem, was auch gemacht wird, ne? Also 10 Minuten finde ich schon wahnsinnig lang. Ne? Ja. Das ist eigentlich schon drüber. Ja. Dafür solltest du dich mal entschuldigen. Ja. Entschuldigung, dass ich so lange gebraucht habe. Wie bitte? Mhm. Das ist schon zu lang? Also jetzt mit der Niesnummer bist du irre schnell gekommen. Das war echt nicht schlecht. Mann, aber ich kann es doch gar nicht. Ich bin dann so in dem Sexmoment drin. Keine Ahnung, ich habe dann auch kein Zeitgefühl mehr. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, ich komme die ganze Zeit und es tut mir leid. Und du sagst dann so, oh, es tut mir leid, ich komme. Es tut mir so wahnsinnig, oh Gott, schon wieder. Oh Gott. So wie kann eine Person so niederträchtig sein. Na, ich weiß ja nur. Ich kehre hier mein Innerstes nach außen, ne? Will es eigentlich gar nicht so richtig. Mhm, und dann machst du dich noch lustig darüber. Ich mach mich nicht lustig. Ich weiß es nicht, was ich genau sage, weil, wie gesagt, ich bin ja in dem Moment. Ich glaube nur. Ich sage, oh Gott, dann komme ich und sage, oh, puh, ist das geil. Aber ich sage auch immer an, dass ich komme. Ah. Das auf jeden Fall. Das mache ich auch. Mhm. Allein damit der Bescheid weiß. Genau. Danach kann ich auch, ja auch Schluss sein. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig, das zu sagen. Ja. Wenn immer alle sagen, man muss das spüren und merken, warum. Nein. Warum muss man das spüren und merken? Man kann auch einfach sagen, oh Gott, mach genauso weiter, ich komme gleich. Und dann, ja, ich komme. Ich finde das eine völlige Überforderung, spüren zu müssen, ob jemand kommt. Ja. Ich achte ja auf mich dabei. Genau. Ich will ja, ne, zu Potte kommen. Und da kann ich nicht gucken, wie es dem anderen gerade geht. Tut mir leid. Ich habe alle Voraussetzungen so hergestellt, dass es ihm gut geht. Aber dann muss ich mal kurz auf mich gucken. Und deshalb weiß ich, spüre ich das auch nicht. Also ich möchte das gesagt bekommen. Ich auch. Ich mag auch keine Männer, die das nie sagen. Ist ja auch sexy, das zu sagen. Total. Oh, ich mag das. Das feuert so eine Bettszene mega an. Ja. Weil, und dann gibt man auch, genau wenn sie sagt, oh, ich komme gleich, dann gibt man nochmal alles in diesen letzten Momenten. Dann macht es pfff. Genau. Ist wie ein Feuerwerk, wie ein Sexfeuerwerk. Hast du, wenn du kommst, die Augen auf oder geschlossen? Geschlossen. Warum? Damit ich das Leid nicht sehe. Nein, ich denke an solche Sachen dann irgendwie, an sexuelle Dinge. Und dann taste ich total gerne mit meinen Händen überall rum. Ich gucke natürlich auch zwischendurch, ne? Weil es gibt ja auch schöne Szenen, die man sich angucken kann. Ne? Auf jeden Fall. Wenn so ein schöner Körper so unter einem liegt, das sieht schon toll aus. Absolut. Oder wenn so ein schöner Körper über einem liegt oder hinter einem. Das sieht schon sehr gut aus. Das gucke ich mir gerne an. Oder ich gucke gerne so zwischen meine Beine, was sich da tut.
Also wenn da ein Mann ist, wenn da nichts ist, kommt schon ganz Schweinewand. So, wenn da gerade ein Mann am Werkeln ist. Ich sitze dann oft so auf meinem Bürostuhl und dann schaue ich so zwischen meine Beine, was so los ist. Nein. Und dann schreie ich in die Redaktion, ich komm gleich. Nein, auf gar keinen Fall. Wenn da mein Mann zugange ist, dann gucke ich gerne, was da los ist. Okay, verstehe. Das gucke ich mir gerne an, weil das ist ja auch super, ne? Ja, und sowas ist auch schön, das speichert man ja dann immer ab für seinen Selbstbefriedigungskatalog. Ja, da hat man und ja auch für die nächsten Male. Ja. Weißt du? Ja, klar. Wenn du es mal im Dunkeln treibst. Nehmen wir an, du treibst es im Stehen auf dem dunklen Gästeklo, damit du nicht von Kindern erwischt wirst. Ja, okay. Völlig hypothetisch nehmen wir das jetzt mal an. Okay. Dann siehst du ja nichts. Mhm. Ja? Und dann ist es schön, sich solche Dinge vorzustellen, in so ganz kurzen, kleinen Bildmomenten, die durch dein Hirn fliegen. Verstehe. Ne? Und hast du schon mal, wenn du gekommen bist, jemanden direkt ganz tief in die Augen geschaut? Ja, habe ich auch. Und? Ist es ein Unterschied? Ja, es ist schon, das ist schon auch sehr intensiv. Ja, aber ich habe auch gern die Augen zu. Da kriege ich einfach mehr mit, wenn ich die Augen zu habe. Ja, bin ich natürlich. So abgelenkt. Ja, klar, da kriegst du einfach mehr mit, nee, wenn die Augen zu ich sind. Ich rieche und spüre und schmecke dann ganz viel. Ja, geil. Ja, Gott. Eben. Ja. Jetzt findest du es nämlich eigentlich auch ganz gut. Was machst du denn? Glotzt die ganze Zeit rum. Also ich sitze eigentlich nur so da und gucke. Ich schrei und habe die Augen aufgerissen. Bis es endlich vorbei ist. Genau so hast du auch eben genießt, als würdest du es so machen. Nein, mache ich aber nicht, Herrgott. Ich gucke total, außerdem komme ich ja nicht die ganze Zeit, ne? Und schreie die ganze Zeit rum. Und entschuldige dich die ganze Zeit. Ey, weißt du, ich erzähle dir nie wieder irgendwas, weil jetzt muss ich mir die nächsten 100 Folgen wieder anhören. Ja, sie entschuldigt sich ja immer, wenn sie kommt. Das bleibt übrig. Mhm. Nein, das passt doch gar nicht zu dir. Mich zu entschuldigen? Ich würde so gerne auch mal niesen produzieren. Du musst. Ich habe mir das Taschentuch. Jetzt hat sie sich das Taschentuch erneut reingesteckt, um zu niesen. In die Nase. Du musst es weiter nach hinten reinstecken. Aber es kitzelt schon vorne so doll. Ja, du musst hin und dann so, musst du okay, Geduld haben und ganz leicht hin und her. Das ist so furchtbar. Das ist wirklich aller. Ganz weit hinten und leicht tuschieren. Die Flimmerhärchen immer wieder in Bewegung versetzen. Guck mal, siehst du, das ja, ist schon Tränen. Deine Augen tränen schon, das ist ein gutes Zeichen. Weil wir simulieren jetzt eine Staubflocke, die in die Nase fliegt. Ich kann aber nicht. Du bewegst das Tuch gar nicht. Ich kann es nicht. Es juckt so doll. Jetzt werden wir nie erfahren, wie du niest. Und wie ich Sex habe. Ja. Wie du wirklich bist im Bett. Also früher hatte ich die Augen immer zu, aber jetzt habe ich die Augen immer auf. Um alles zu sehen. Um alles zu sehen. Oh Mensch, jetzt heule ich ganz doll. Ich bin so ein Klemmi im Bett, ich komme nicht. Weißt du? Nee, du traust dich vielleicht nicht, das voll rauszulassen. Ja. Und dich voll gehen zu lassen und den Moment völlig, dich richtig hinzugeben. Weil du bist ja ein Kontrollmensch eigentlich, oder? Total, ja. Und Sex ist ja schon so eine Situation, wo man echt Kontrolle loslassen muss. Ja, das stimmt. Und sich voll in den Moment geben muss. Das hat auch echt viel mit Vertrauen zu tun, ne? Weil man sieht sich ja so jetzt nicht jeden Tag, wie man vielleicht so aufeinander rumakkediert. Akkediert? Naja, ist doch so. Ja, das stimmt, total. Ja, und das ist tatsächlich so, das gebe ich ungern ab, die Kontrolle. Auch über meine Gesichtszüge zum Beispiel, das fällt mir auch schwer, weil das kann einem ja schon mal echt richtig entgleisen, ne? Ja, das stimmt. Und das finde ich auch schwierig. Aber deswegen finde ich es auch schön, wenn andere auch die Augen zu haben. Mit dir schlafe ich niemals. Warum denn nicht? Weil ich nicht gerne angeschrien werde und dann werde ich auch noch angeglotzt. Sagst du denn gar nichts, wenn du kommst? Doch, also, ich sage, ich komme. Und zwischendurch kein Geräusch? Doch, ich spreche mit meinem Mann und ich mache auch Geräusche, wenn ich es gerade schön finde. Stöhnst du dann oder nicht? Ja, aber ich schreie nicht. Ja, ich aber kann auch nicht schreien. Mensch, wir sind zu viert. Okay, und es gibt Nachbarn. Dann erinnere dich mal an die Zeit vor den Kindern. Warst du da laut? Ja, lauter als jetzt. Und wie? Ist es ungefähr so? Oder ha, ha? Oder, das war aber blöd. Sowas Blödes würde ich nie machen. Oder ah. Ja, so. So? Mhm. Okay, das ist schon auch laut. Ja, das ist schon laut. Aber das kann ich jetzt ganz selten nur noch machen. Schade, ne? Mhm. Und jetzt ist es. Jetzt ist so, sag ich komme. Es ist wahrscheinlich, ich stelle es mir jetzt so vor, wie wenn man sich den kleinen Zeh an der Kante anstößt und nicht schreien will. Ja, ungefähr so ist es. Ach so, das wollte ich dir noch erzählen.
Du hast dir einen Zeh gestoßen. Nee, jetzt fällt es mir gerade ein. Du weißt ja, ich gucke gerne Pornos, ne? Ja. Und was total krass ist, da provozieren die auch ein Niesen, dann niesen die sich in die Muschi und in die Kimme. So. Nein. Doch. Und ich war, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich total geschockt. Wer macht denn sowas? Die niesen sich in die Kimme? Ja. Also, Moment mal. Die provozieren ein Niesen. Ich habe ja gerade gemerkt, wie schwierig das ist. Ja, ne? Aber es geht. Ich weine immer noch, möchte ich mal sagen. Ja, ja. Und was hat man dann davon? Ich weiß es nicht. Ich habe es nur gesehen in sehr vielen schwulen Pornos, weil die gucke ich auch ganz gerne. Mhm. Und dann haben die so die Pobacken auseinandergezogen, dass auch das, die Poperze schon so ein bisschen geweitet war. Vorher wurden die mit Finger und Dildos geweitet. Und dann haben die wirklich und mit dem ganzen Gesicht rein. Also, dass man, dass es viele Menschen gibt, die darauf stehen, daran herumzulutschen und lecken. Ja. Das verstehe ich ja noch. Aber wie geht das zusammen mit dem Niesen? Gar nicht, ne? Das ist eine andere Fraktion, glaube ich, oder? Weil, ich meine, du kannst ja nicht was ablutschen, was du vorher beniest hast. Ich weiß, es doch auch nicht. Nichts ablutschen, wo du vorher ge... Ja, also das ist dann auch egal. Da kannst du reinniesen und dann auch wieder dran lutschen. Ich glaube, wenn du mich fragst, mal um eine kleine Theorie aufzustellen, könnte es vielleicht sein... Beim Niesen entstehen ja Geschwindigkeiten von bis zu, also zwischen 70 und 100 km/h, wie du diese Partikel rausniesst und es ist ein richtiger Druck. Und vielleicht ist das ja gerade, wenn du vorne bei der Muschi ranniest, nochmal so eine Stimulation für den Kitzler. Kann ja sein. Also wenn mein Mann hier auf den Kitzler niesen würde, ne? Ja. Dann wäre ich ja so sauer. Das ist ja unmöglich. Das gibt's ja wohl nicht. Wenn ich mir das vorstelle. Wie ich da liege, verstehst du? Stell dir bitte vor, ich liege da in totaler Ekstase. Ja. Hab meine Brüste in der Hand, halb geschlossene Augen. Und er so. Da wäre alles vorbei. Das weißt du nicht. Denn du weißt nicht, was dann auf deinem Kitzler passiert. Was wäre natürlich passieren? Da hat er draufgerotzt. Ja, es wäre natürlich blöd, wenn so ein Schleimbrocken. Und dann am Kitzler baumelt, das wäre nicht so schön. Aber wenn du nur den Druck seines Luftausstoßes spürst, ist es vielleicht toll. Ähnlich wie ein harter Duschstrahl. Ja gut, aber da ist doch wohl immer noch toller eine Zunge, oder? Na, auf jeden Fall. Oder ein Finger. Ja. Oder ein Penis. Oh, nee. Es fällt mir echt viel ein. Hast du so eine schöne Kette sogar gebaut. Sogar die Nase wäre besser als ein Nieser. Alles ist besser als ein Nieser. Ja, aber alles, es... Alles. Öffne dich mal für neue Dinge. Lass dir doch mal... So einen Muschi-Nieser verpassen. Genau. Wenn ich kurz davor bin, sage ich nicht mehr, ich komme, sondern ich sage, ich komme gleich, bitte nies mir auf die Muschi. Genau. Und er so, okay. Pff. Ja. Aber viel krasser finde ich, in die Kinder zu niesen. Was soll das? Was ist mit den Menschen los? Nee, vor allen Dingen finde ich daran, meinetwegen kann man alles überall machen. Nur, das ist so ein Moment, der ist ja eigentlich lustig, ne? Das ist ja wie so ein Slapstick-Moment. Ja. Der ist für mich überhaupt nicht sexuell besetzt. Da würde ich gar nicht das Gefühl haben, dass ich jetzt weiter erregt sein soll. Das ist ja eher ein Gag. Ja. Oder? Und stell dir da, weißt du, es sind ja viele Dinge, die man sich dabei vorstellen kann. Es wird auf die Muschi genießt, dann guckt der Kopf hoch und die hängt ein Popel. Ich meine, dann ist alles vorbei. Dann ist alles für immer vorbei. Eben. Dann war es das. Aber die Leute machen das. Und bitte vielleicht, wir wollen uns ja immer öffnen für alle sexuellen Praktiken. Mhm. Das haben wir uns geschworen, Nicole. Ja. Jeder kann machen, was er will. Ja, sage ich ja. Für uns ist das in der Theorie jetzt erstmal schwierig vorstellbar. Aber vielleicht hat ja schon jemand praktische Erfahrungen damit gesammelt. Dann schreibt uns bitte unter ladylike.show. Vielleicht wissen wir ja auch nicht alles darüber. Vielleicht gibt es so einen Missing Link, ja, der richtig. Es zu einer echt sexuell geilen Geschichte macht. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass, und das habe ich dann vielleicht in den Pornos nicht gesehen, dass man die Geschwindigkeit nutzt und sich irgendwas in den Mund steckt oder in die Nase und dann eine Perle irgendwo reinschießt. Mhm. Oder eine Erbse. Oder ein Mini-Vibrator. Ach, das wäre ja mal endlich, da würden wir ja wissen, wozu man diese Mini-Vibratoren aus dem Flughafen braucht. Ja. Die kann man reinschießen, per Nies. Ja. So wie du gerade genießt hast, du könntest dir das ins eine Nasenloch reinstecken und dann gib ihm. Ja. Und dann würdest du den reinschießen, dass er oben wieder rauskommt. Ja, stell dir das doch mal vor, das wär's. Und da würden sie mal gucken, alle. Das ist wie eine Zirkusnummer. Das könnte man aufziehen zu einer Zirkusnummer. Ja, kennst du diese kleinen Würstchen? Was für Würstchen? Mini-Winnie-Würstchenkette, lieben Karl und die Annette. Mini-Winnie ist doch klar, ist der Kinderparty-Star.
Und der immer... Was ist das? Und der immer satte Peter ist allein einen ganzen Meter. Mini Winnie ist doch klar, ist der Kinderpartystar. Hast du nicht mehr alle Latten am Zaun? Was ist das? Das sind Würstchen, kleine Würstchen. Also Wiener Würstchen kennst du. Ja. Und die gibt es in ganz, ganz klein, so groß, circa 2 bis 3 Zentimeter. Und dann auch so eine richtigen Würstchenketten und die gibt es im Glas. Und die kannst du so rausnehmen und sind ganz, ganz kleine Würstchen. Also ich hatte ja kleine Kinder und da sind irgendwie kleine Würstchen an mir vorbeigegangen. Aber ist gut, alles klar. Aber die würden perfekt in die Nase, weil kannst du richtig so wie ein Colt, zwei in die Nasenlöcher, laden. Und dann Fautz! Ja. Genau. Und dann bombardierst du die Muschi mit Mini-Würstchen. Genau. Und das könnte dann eine Disziplin werden. Ne? Man könnte dann so eine Art Golf auch spielen. Dann hat man so verschiedene Menschen aufgebockt und dann schießt man diese Würste da rein. Ah ja, das ist ja toll. Meinst du, diese Sportart könnte auch olympisch werden dann? Auf jeden Fall, warum denn nicht? Komm, wir gehen üben. Und dann machen wir das als Show-Element in unserer Podcast-Show am 26. März. So machen wir es. Vergesst es nicht, euch die Tickets zu kaufen für unsere erste Live-Show unter ladylike.show oder direkt auf der Astor Filmlounge. Wir freuen uns auf euch. Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu auf Audio Now.